brauchen wir eigentlich Vitamin D im Sommer, wenn die Sonne draußen strahlt oder im Urlaub? Und auf was ist eigentlich zu achten, wenn wir ein hochwertiges, gutes Vitamin D3 Nahrungsergänzungsmittel kaufen wollen? Das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, liebe Community. Heute geht es, wie gesagt, darum, woran wir erkennen, dass wir ein hochwertiges Vitamin D3-Präparat haben und ob es überhaupt notwendig ist, Vitamin D3 im Sommer aufzunehmen. Und dann starten wir auch gleich mal damit, denn man kann es eigentlich gar nicht pauschalisieren, ob Vitamin D notwendig auch im Sommer ist. Das haben mich viele gefragt, auch Freunde, Verwandte und auch Nachrichten habe ich bekommen, auch über Instagram. Ja, Markus, ich nehme eigentlich nur Vitamin D3 im Winter. Ist es denn notwendig, das auch im Sommer zu nehmen? Und ich sage euch, man kann es nicht pauschalisieren, denn es ist abhängig davon, wie viel ihr wirklich an der Sonne seid. Wir sind ja in Deutschland von den Breitengraden her nicht optimal aufgestellt, um genug Sonne über das ganze Jahr zu tanken, abzubekommen. Deswegen ist es im Winter sowieso essentiell oder zur kalten Jahreszeit. Aber wenn ihr nicht gerade irgendwie einen Job auf dem Bau habt, ja, also ihr seid Bauarbeiter oder Gerüstbauer oder ihr seid Animateurin an der Sonne oder habt einen Job, wo ihr viel draußen seid und viel Sonne tankt, dann würde ich definitiv empfehlen, Vitamin D3 auch im Sommer zuzuführen. Anhand meines Beispiels, ich habe eine Morgenroutine, ich gehe so am Morgen 30 Minuten spazieren, bin dann auch nochmal beim Sport 5-6 Mal die Woche, das heißt auch da nochmal draußen, oder ich gehe zum Einkauf auch meistens zu Fuß, das heißt ich bin so 1,5 Stunden vielleicht in der Sonne. Aber auch nur dann so im Gesicht, im Dekolleté oder im Armbereich oder je nachdem, was ihr noch anhabt, und das ist definitiv nicht ausreichend, um genug Sonne aufzunehmen. Ist ja auch wieder tagesabhängig, scheint überhaupt genug Sonne, um genug Vitamin D auf der Haut bilden zu können. Deswegen nehme ich trotzdem 10.000 internationale Einheiten zu mir jeden Tag, plus K2 und über den Tag auch ganz normal Calcium, Magnesium, um die Aufnahme zu verbessern, um halt wirklich meinen Bedarf täglich zu decken und auch diesen Vitamin D-Spiegel, der extrem wichtig ist fürs Immunsystem und auch für die Haut, fürs Wohlbefinden, ja, auch für die psychische Gesundheit, jeden Tag zuzuführen und diesen Vitamin D-Spiegel wirklich auch zu halten. Auch so ein kleiner Irrglaube oder so ein Mythos, wenn ihr halt im Sommerurlaub seid und sagt so, ja, oder keine Ahnung, ihr seid irgendwo auf den Malediven und tankt den ganzen Tag Sonne. Wenn ihr euch aber, oder auch wie hier in Deutschland, ja, ihr seid am See am Wochenende und sagt so, ja, ein bisschen Vitamin D tanken, ein bisschen Sonne, ein bisschen Wohlfühlen und haut euch Sonnenschutz oder Lichtschutzfaktor 30, 40, 50 auf die Haut, dann war es das mit Vitamin D-Bildung, denn die wird entsprechend dadurch verhindert. Klar, es ist positiv auch durch die Sonnenschutzcreme, UV-Strahlung und so weiter abzuhalten, aber ihr könnt dadurch kein Vitamin D aufnehmen, weil das quasi durch die Sonnenschutzcreme, durch den Lichtschutzfaktor gehemmt wird. Deswegen auch, wenn ihr da viel Sonnencreme nutzt, nehmt ihr definitiv zu wenig Vitamin D auf und müsst es einzeln zuführen. Um das Ganze einmal auch auszurechnen, habe ich hier euch nochmal auch einen Vitamin D-Rechner in die Beschreibung gepackt, auch noch ein paar andere Links. Auch nochmal, ich habe ja eine Vitamin D-Reihe gemacht, warum ist es überhaupt notwendig, was macht Vitamin D3 grundsätzlich und auch welche Dosierung ist wichtig. Ja, und die könnt ihr, wie gesagt, mit dem Rechner hier nochmal ausrechnen und müsst ihr natürlich auch erstmal euren Wert testen lassen. Wenn ihr zwischendurch lange kein Vitamin D mehr zu euch genommen habt, dann solltet ihr es definitiv beim Arzt vor Ort oder mit einem Trockenbluttest, das mache ich immer gerne, kann ich auch meiner Freundin und Familie, die nutzen das auch, von CeraScreen, die haben sogar bis 12.07. noch 25% auf alles, ich glaube, weil die Geburtstag haben. Da haue ich auch euch mal direkt einen Link rein, also 25% sparen, da seid ihr sogar günstiger dabei, als wenn ihr es beim Arzt machen lasst. Könnt ihr euer Vitamin D-Spiegel testen lassen. Die haben auch B12 und andere Tests, die man da machen kann. Also ich glaube bis 12.07. könnt ihr dann auch 25% sparen mit dem Link, den ich euch unten reingestellt habe. Und erstmal euren Wert überhaupt in Erfahrung bringen und testen, wie hoch der ist, um dann halt, wie gesagt, um den Wert halt erstmal rauszubekommen, um dann halt zu schauen, wie viel müsst ihr wirklich zuführen.
Ja, jetzt kommen wir nochmal zum zweiten Thema. Was müssen wir für, auf was müssen wir überhaupt achten, um ein gutes, qualitativ hochwertiges und pflanzliches Vitamin D3 Nahrungsergänzungsmittel im Internet oder vor Ort zu finden? Erstmal muss man ganz klar sagen, man kann unterscheiden zwischen Vitamin D1, D2, D3, D4, D5 sogar. Und das, was ihr eigentlich immer kennt und was ich auch immer benutze, so umgangssprachlich, ist natürlich Vitamin D3. Ja, also grundsätzlich heißt es ja Vitamin D, aber das Vitamin D3 ist eigentlich in den meisten Nahrungsergänzungsmitteln enthalten und das ist das Cholecalciferol. Ansonsten wird auch Vitamin D2 verwendet, das ist das Ergocalciferol und das ist ein synthetisches, genauso wie D1, D2, 4 und 5, das sind synthetische und das D3 ist eigentlich das einzige natürliche Vitamin D Nahrungsergänzungsmittel. Und das bekommt ihr auch, wenn ihr in der Apotheke seid und sagt, ich möchte Vitamin D3 Präparat kaufen, beratet mich mal bitte, dann kriegt ihr eigentlich automatisch immer, weil es das Beste von der Bioverfügbarkeit her ist im Körper, das natürliche Vitamin D angeboten. Worauf ist jetzt hier noch zu achten beim Kauf? Es gibt sehr viele billige Öle und wichtig ist einmal, wie wird es produziert? Ja, aus was wird quasi das Vitamin D gewonnen, das natürliche, und was für ein Trägeröl ist dabei? Und aus was wird es gewonnen, ist eigentlich relevant. Wenn ihr ein veganes, pflanzliches haben wollt, dann ist es wichtig, dass es aus Flechten gewonnen wird. Ansonsten sind die meisten tierischen hergestellten Vitamin D3 Präparate aus Wolle. Das merkt ihr auch schon sehr, sehr gut beim Preisunterschied. Da muss man schon sagen, dass das pflanzliche Vitamin D Präparat, ja auch mit K2 hier meins, definitiv immer ein Tick teurer ist als das tierische. Ja. Da seht ihr auch schon mal ein bisschen den Qualitätsunterschied wahrscheinlich. Auch ist es bei Amazon oder anderen Seiten immer sehr, sehr schlecht deklariert, steht immer sehr viel Text und es ist gar nicht klar erkennbar, ob das Produkt jetzt wirklich vegan ist. Also achtet unbedingt darauf, dass es ein veganes Label hat und dass es aus Flechten gewonnen ist und das Trägeröl sollte immer ein MCT, also ein Kokosöl sein. Dann seid ihr definitiv, wenn ihr diese drei Dinge beachtet, auf der richtigen Seite, denn die meisten Präparate auf dem Markt sind definitiv vegetarischer Natur. So, nochmal ein kleiner Einspieler. Ich habe ganz vergessen, ich wollte heute ein veganes Vitamin D3 Produkt, also D3 plus K2 noch verlosen. Und was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach, ihr müsst einmal meinen Kanal abonnieren, einmal liken und einen Kommentar hinterlassen, dass ihr das Produkt gewinnen wollt. Logisch, dann weiß ich nämlich auch, wen ich auslose. Und ich verlose einmal das vegane Vitamin D3 von Sunday Natural. Ja, das gibt es hier zu gewinnen. Verlinke ich hier einmal. Und ihr seht hier auch gerade mal in der Einblendung. Also, das gibt es in der nächsten Woche. Gibt es die Auflösung, wer das gewonnen hat. Ich möchte euch nämlich damit was Gutes tun und dass ihr die Erfahrung, auch wer es vielleicht noch nicht hat zu Hause, ja einfach mal ausprobieren könnt, was es für einen Effekt hat, einfach ein Vitamin D3 Produkt zuzuführen und den D3-Spiegel erstmal super aufzufüllen. Ja, lasst doch mal hören, ob euch diese Tipps weitergeholfen haben, entsprechend auch vielleicht einen Daumen nach oben. Und wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, auch Rezepte, Produktreviews und Allgemeines über vegane Ernährung, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.